Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einem erneuten Video wieder auf meinem Kanal. Selbes Outfit, selber Fleck auf dem T-Shirt und auch jetzt auch gleich mal selber Gast zu meiner Linken. Ich will nur kurz loslassen. Ich glaube, ich werde Top 10 Spieler in Valorant. Still back to hinter der Kamera, immer noch derselbe Don B. Warte mal, du warst heute beim Friseur, oder? Du warst heute beim Friseur. Heute, Sascha, haben wir ja schon bereits ein Video schon mal gedreht. Und jetzt kommt das zweite. Ich habe schon fast Crucember-Feelings. Boah, das war krass. Ey, wir haben am Tag zum Teil 8 Videos gedreht, ne? Das war verrückt. Wir drehen heute jetzt YouTuber mal. Ja. Don B hat hier ein paar Zettelchen vorbereitet. Satz, wie zum Beispiel Apo Red chillt vor dem roten Container und hält ein Rap-Battle. Okay. Wenn ich das jetzt ziehe, muss ich das hier auch aufzeichnen, malen und du musst es erraten. Ja, ja, easy. Okay. Spielprinzip hat jeder von verstanden. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Falls jemand nicht verstanden hat, jetzt kurz melden. Hat wohl jeder verstanden. Ich fange an. Okay, dann zieh. Ich muss mich umdrehen. Okay. Hab's. Easy. Also wirklich easy. Okay. Digga, was? 1 Million Euro? Finanzamt. Das Finanzamt ruft an und will 1 Million Euro. Nee, das ist einfacher gedacht. Also es ist dann schwieriger gezeichnet als die Aussage. Aber anrufen auf jeden Fall, der telefoniert. Er telefoniert, ja. Es geht um die Person, muss ich auch noch erraten, wer das ist? Ja. Bin ich das? Nein. Ja, weil ich wollte schon sagen, Alter, weil die Summe. Nee. Bist du das? Nein. Hätte ich eine Cap auf. Monte? Nee. Knossi? Nein. Guck dir mal das Oberteil an, was er anhat. Nico. Das ist ein Rollkragenpulli oder was? Ja! Team Gabel. Nein! Er hat einen Rollkragenpulli. Ich finde, was er sagt, ist viel. Ja, stimmt. Ja, da musst du eigentlich. Und wir gehst du. Aha, ApoRed. ApoRed hat 1 Million Euro Schulden beim Finanzamt. Nein, dann hätte das. Das Finanzamt ruft ApoRed an und will 1 Million Euro. Nein. Das ist viel zu kompliziert gedacht. ApoRed ist insolvent. Nein. Sonst würde er doch nicht telefonieren. Das Finanzamt ruft ApoRed an. ApoRed ruft das Finanzamt an? Ja, darum geht's nicht, bei wem anruft. Ganz einfach. 1 Million Euro. Achso, ApoRed ist Millionär? Der weiß, ich bin Millionär. Kannst du mal nicht um drei Ecken denken. Was passiert da? Ja, ApoRed telefoniert mit dem Finanzamt. Dankeschön! Achso, das war's. ApoRed telefoniert mit dem Finanzamt. Und wenn ihr auch telefonieren wollt und gleichzeitig surfen wollt, dann habe ich was für euch. Dein Datenvolumen ist aufgebraucht und du kannst nicht mehr weiterhin surfen. Och nee. Du hast gefühlt nirgendwo Netz. Oder noch schlimmer. Ihr Guthaben reicht leider nicht aus. Bitte laden Sie Ihr Guthaben auf. Und damit dir das in Zukunft nicht passiert, da habe ich was für dich. Du hast da wirklich was für mich. Kannst du mal aufhören zu telefonieren? Ja. Ich stehe neben dir. Gut. Keine weitere Störungen. Denn mit dem O2 3M Boost Paket hast du nicht nur eine Allnet Flat für Gespräche und SMS, nein, du hast sogar auch noch 40 GB Datenvolumen. Und für alle U29 Leute da draußen, die Anschlussgebühren in Höhe von 39,99 fallen für euch aus. Und damit ihr eure Lieblings-Dating-App auch noch innerhalb der EU benutzen könnt, gibt es EU-Roaming inklusive. Die monatlichen Kosten betragen für alle, die unter 29 Jahre alt sind, 19,99 und für alle, die über 29 Jahre alt sind, nur 10 Euro mehr im Monat mit einer Laufzeit von 2 Jahren. Liebe und Kuss geht raus an O2 für diese Unterstützung. Und euch noch viel Spaß mit eurem neuen Netz. Ich würde einfach mal sagen, weiter geht's jetzt mit dem Video. Erster Link in der Beschreibung. Das, was ich jetzt hier ziehen werde und was ich gleich malen werde, ist das Ciao. Wie soll ich das zeichnen? So was. Okay. Schwarz, Rot, Gold, Schwarz, Rot. Okay, Deutschland. Passt die Reihenfolge eigentlich Schwarz, Rot, Gold? Ja, du bist Deutschland. Ja. Noch bin ich nicht. Okay, das ist Monte. Monte ist einfach. Es stellt sich zur, als Kandidat zum Bundeskanzler. Okay. Das ist ja ein Easy Clap. Das war ja gar nichts. Lass mich gucken. Okay. Ich weiß gar nicht. Das ist ehrlich ein Brecher. Wie mache ich das jetzt? Mir fehlt nur noch eine Aussage. Ich habe das Ganze. Also das Bild ist ready. Mir fehlt nur noch dieses eine Wort, was essentiell wichtig ist, fehlt mir nur noch. Okay, warte, das ist meine Zeichnung. Das ist meine Zeichnung. Okay, warte mal. Rolex AP kaufen. Das ist Marc Gebauer, oder? Marc Gebauer vertickt Uhren am Strand. Verkauft guck noch mal, Uhren guck noch mal. Am Strand? Guck nochmal genau. Dubai. Marc Gebauer verkauft Uhren in Dubai. Guck nochmal genau hin. Was steht hier? Fuck? Steht hier Fuck? Mm-mm. Okay, Marc Gebauer verkauft Fake-Uhren am Strand. Junge, crazy. Ja. Okay. Das ist. Oh mein Gott. Ich hab's. Das soll er ganz schnell rausschießen. Okay.
Okay, das ist Jens, Merkur-Sonne, aber ich glaube, das ist nicht wichtig. Ich glaube, es geht eher um Spielautomaten. Knossi spielt Casino. Knossi spielt Spielautomaten. Nee, ein Detail fehlt. Oh ja, das hätte ich aber. Das habe ich gar nicht gemalt. Das ist offensichtlich. Darf ich ganz kurz nochmal? Ja. So. Jens gewinnt am Spielautomaten. Ja. Ich hab's geschafft! Weil ich will aber noch wissen, was die anderen gewesen wären. Ja. Waren da noch geile dabei? Einen hatte ich noch, den hätte ich gern gesehen. Mark Eggers kämpft mit Volta-Zwillingen. Das ist nicht schlecht. Ja, ich glaub, den InScope-Post oben ohne Vorne. Oh, Bro, den hätte ich so gern gezeichnet. Ja. Ey, die verlost du die Bilder, oder? An alle, die jetzt kommentieren, ihr habt die Chance, eine Zeichnung zu gewinnen. 4 Zeichnungen, ihr könnt es natürlich gewinnen. Wir unterschreiben hier auch noch drauf am besten. Also kommentiert fleißig, einfach euren Instagram-Namen kommentieren, ich pick dann einen raus, ich schreibe euch dann auf Instagram an, wenn ihr nicht antwortet, Pech, ich warte da wirklich nur einen Tag maximal auf die Antwort. Okay, wie ihr macht, Alter. Dann kommt der nächste dran, ja nee, was heißt Pech, aber nicht, dass du halt dann sagst, so, ich wurde gescammt oder so. Bro, sag, du Liebe draus. Nein, das war Spaß. Leute, ich schick's wirklich aufhören, ab. Ja, ich schick das wirklich ab und dann könnt ihr es auffangen und dann könnt ihr auch ein Bild machen davon und uns auf Instagram finden. Genau, und falls ihr kein Instagram habt, weil euch ein Handy fehlt und dazu noch das passende Internet, dann spende ich euer Mann. Richtig. Spende macht jetzt nämlich in Heilbronn einen O2-Laden auf. Can do. Teilt dieses Video, lasst dem Video Daumen nach oben da. Kuss an Don B. Danke für die Sätze. Bis zum nächsten Video. Ciao.